Guten Tag, Herr Bürgermeister Ludwig. Wir reden mit Ihnen. Wir haben beschlossen, eine Ihrer Sprechstunden hier vor Ihrem Büro abzuhalten. Leider werden in dieser Sprechstunde nur wir sprechen. Warum? Weil wir davon ausgehen, dass Sie nicht mit uns reden wollen. Sie würden uns nicht empfangen wollen. Warum sollten Sie auch, nachdem Sie und der ganze Stadtrat unserer Kampagne einen offiziellen Maulkorb verpasst haben? Sie müssen riskieren, für ein Gespräch mit uns Kritik einzustecken, die Sie nicht hören wollen. Also nur nicht an uns anstoßen, Herr Bürgermeister. Wir allerdings, wir nehmen Anstoß an Ihnen und dem Stadtratsbeschluss vom 27. Juni 2018, in dem es heißt, Zitat, die Stadt Wien stellt sich gegen die BDS-Kampagne, stellt städtische Räume nicht für die BDS-Kampagne oder Veranstaltungen, Ausstellungen oder Demonstrationen zur Verfügung, welche die Ziele von BDS verfolgen, und unterstützt keine Veranstaltung, die für BDS werben. Wir sind Aktivistinnen der BDS-Kampagne, der internationalen Kampagne für Boykott, Desinvestment, Sanktionen gegen Israel. Ein Israel, das seit 75 Jahren die Rechte der Palästinenserinnen verneint, sie erniedrigt, vertreibt und tötet. Ein Israel des Siedlerkolonialismus und der Apartheid. Verstehen Sie uns nicht falsch. Wir brauchen weder Räume noch Subventionen der Stadt Wien. Uns geht es um das Recht. Wir haben das Recht auf Meinungsfreiheit und die Palästinenserinnen haben ein Recht auf ihre Geschichte. Sie haben mehr als Recht, Europa einen Spiegel vorzuhalten. Einen Spiegel, in dem sich Rechenschaftspflicht für Kolonialismus und Holocaust mit der scheinheiligen Verehrung Israels und der Leugnung der Tragödie der Palästinenserinnen widerspiegeln. Der Stadtratsbeschluss gegen BDS spricht mit Heuchelei und Verleugnung aus diesem Spiegel. Er handelt als verlängerter Arm von Apartheid Israels und ist Stempel von Racist Europe. Wir sollen über die Rechte der Palästinenserinnen schweigen? Das werden wir nicht tun. Man will nicht hören, dass Israel ein Apartheidstaat ist. Wir sagen es laut und deutlich. Apartheid Israel ist so eindeutig die Wahrheit, dass sie auch von Amnesty International vor kurzem veröffentlicht werden musste. Herr Ludwig, sollten Sie als Vorsitzender des Kreisky-Archivs nicht darüber Bescheid wissen, dass Kreisky selbst einer der Ersten war, der Israel als einen Apartheidstaat bezeichnete? Implizit hat Kreisky dazu angeregt, Israel zu boykottieren, ebenso wie das damalige Südafrika der Apartheid. Wollen Sie nun Kreiskys Aussage aus der Geschichte tilgen, Herr Ludwig? Und wir fragen Sie weiter, Herr Bürgermeister, in Ihrer Funktion als Mitglied des Bundesvorstandes sozialdemokratischer Freiheitskämpferinnen. Was würde Rosa Jochmann zum palästinafeindlichen Stadtratsbeschluss meinen? Sie, die, wie sie sagte, Zitat, ins politische Leben gekommen ist, weil sie nie Unrecht ertragen konnte und weil sie nie zusehen konnte, dass jemand Unrecht geschieht. Zitat Ende. Wir sind sicher, dass Rosa, die überzeugte Sozialistin und Antifaschistin, zu ihrer Ignoranz, Herr Ludwig, gegenüber unserer Solidaritätskampagne niemals gestiegen hätte. Sie hätte Partei ergriffen, genauso wie es tausende Intellektuelle, Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen und Politikerinnen weltweit tun. Rosa Jochmann war Antifaschistin, die prophetisch sagte, alle sind uns willkommen, die wir uns gemeinsam gegen die erstarkenden Kräfte des Faschismus auftreten wollen. Der Kampf, den wir führen, ist ein Kampf, der nie zu Ende geht.
Interessen in Israel verfolgen. So wie es der ehemalige Bundeskanzler Kern und seine Frau mit ihrem israelischen Hightech-Unternehmen tun, wobei sie sich noch dazu von Korruptionsverdächtigen Milliardären finanzieren lassen. Antifaschismus bedeutet zu verstehen, dass Faschismus mit Kapitalismus Hand in Hand geht. Bedeutet zu erkennen, dass Ethnonationalismus einer der stärksten Grundpfeiler faschistischer Ideologie ist. Politikerinnen, die solche Ideen mit kolonialen Praxen von Vertreibung in die Tat umsetzen, kann nicht geglaubt werden, wenn sie sich als Antifaschistinnen inszenieren. Deshalb haben wir den Einschatten und die israelische Botschafterin demonstriert. Deshalb akzeptieren wir niemals, dass die israelische Flagge in ihrer Stadt gehisst wird, während die eingeschlossene Bevölkerung des Gazastreifens von der Luft aus bombardiert wird. Herr Bürgermeister Ludwig, die Stadt Wien hat nicht nur ein Raumabgabeverbot gegen IS verhängt. Sie belangt uns auch mit einer Snap-Klage, mit einer lächerlichen, an den Haaren herbeigezogenen Anzeige wegen des Postens des Fotos eines Posters. Der Aufwand, den die Stadt Wien treibt, um unsere Bewegung zu schwächen, zeigt nichts anderes, als dass wir den Finger in eine Wunde legen. Diese Wunde der Stadt Wien ist ihre Mittäterschaft an einem kolonialen Siedlungsprojekt, das die Geschichte des Faschismus dieser Stadt fortschreibt. Um nicht Luega-Denkmäler demontieren zu müssen, zeigen ihre Politikerinnen auf BDS. Um nicht dem altneuen Rechtsextremismus öffentlichkeitswirksam entgegentreten zu müssen, wird BDS angeprangert und diffamiert. Faschismus bedeutet, die Sündenböcke zu finden, bedeutet, die Opfer zu Tätern zu machen. Demagogen sind Leute, die in den Wind sprechen, den sie selber gemacht haben, so Helmut Qualtinger. Die Stadträte Wiens sind solche Demagogen. Sie machen Wind um eine palästinensische Graswurzelbewegung, um dahin ihre philosemitische Überhöhung zu verkünden, die nichts anderes ist als der Antisemitismus gegen der anderen Medaillenseite. In Wirklichkeit wollen sie über den tatsächlich gegenwärtigen Antisemitismus schweigen. Herr Ludwig, wir adressieren Sie heute und hier vor Ihrem Büro, weil Sie und Ihre Stadträte der palästinensischen Solidaritätsbewegung schaden wollen. In Wirklichkeit schaden Sie aber sich selbst und dem internationalen Ruf der Stadt. Denn je stärker unsere Kampagne gegen die Snap-Klage wird, desto mehr gerät Ihre Inanspruchnahme von Demokratie und Menschenrechtsverteidigung zur Farce. Wir fordern Sie auf, beenden Sie die Schikanen gegen die BDS-Kampagne. Stoppen Sie das skandalöse Verfahren gegen unsere Aktivistinnen. Verfügen Sie die Aufhebung des Stadtratsbeschlusses. Jetzt! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine!